Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Heute habe ich für euch ein leckeres One-Pot-Rezept. Ich hoffe, das Video wird euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Wir brauchen dazu 500 Gramm Nudeln, 1 Liter Wasser, 500 Gramm Hähnchen oder Putenfleisch. Da könnt ihr euch dann entscheiden, was ihr nehmt. Dann brauchen wir 200 ml Sahne, 1 Esslöffel Hühnerbrühe, ein paar Gewürze wie Salz, Pfeffer, Chiliflocken und Oregano. Dann eine Kugel Mozzarella oder zwei, wenn ihr halt ein bisschen mehr möchtet. Ein paar kleine Kirschtomaten und Petersilie. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal in den Herd. Als erstes braten wir einmal schön das Fleisch von allen Seiten an. Und geben dann die Tomaten dazu, die wir einmal kurz mit anbraten, einmal kurz mit dünsten. Und können das Ganze dann schon einmal würzen. Dann füllen wir das Ganze mit der Sahne auf und dem Liter Wasser und fügen dann die Gemüse und die Hühnerbrühe dazu. Das Ganze verrühren wir einmal gut und lassen das kurz aufkochen. Und wenn das Ganze einmal aufgekocht ist, geben wir einmal die Nudeln dazu. Verrühren das und lassen das offen ungefähr so zwischen 15 und 25 Minuten vor sich herköcheln. Gelegentlich immer wieder mal umrühren, damit nichts anbrennt. Kurz bevor die Nudeln gar sind, geben wir einmal die Petersilie dazu. Und den Mozzarella können wir dann einfach so in Stücke reißen. Also da braucht ihr nichts zu schneiden oder sowas. Und haben das Ganze einmal untergerührt und nochmal so 2 bis 3 Minuten vor sich herköcheln lassen. So, damit sich der Käse einmal schön auflöst und mit den ganzen anderen Zutaten gut verbindet. Hier könnt ihr, wenn ihr möchtet, das Ganze noch einmal abschmecken. Falls euch das ein bisschen zu laff geworden ist, könnt ihr einfach nochmal ein bisschen nachsalzen oder noch ein bisschen Chili dran machen. Das war's schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.